Hallo, wir haben schon mehrmals in der deutschen Literaturgeschichte gesehen, wie ein Extrem ins andere führt. So hat nach den 60er Jahren, nach der starken Politisierung in Deutschland, eine neue Strömung entwickelt, neue Subjektivität. Sie lässt sich als eine Reaktion auf die Studentenbewegung verstehen und vor allem auf die Thesen und auf die Meinungen eines deutschen Philosophen namens Herbert Marcuse. Herbert Marcuse wurde in Berlin in einer jüdischen Familie geboren und in 30er Jahren hat er Deutschland verlassen. Er lebte seitdem in Amerika und unterrichtete dort. Und in Amerika auf Englisch erschien sein sehr einflussreiches Buch One Dimensional Man im Jahre 1964. 3 Jahre später wurde es auch ins Deutsche übersetzt als Der andimensionale Mensch. Dieses Werk gehört zu den einflussreichsten Büchern der kritischen Theorie und zu den Standardwerken der deutschen Studentenbewegung. In dieser Schrift bespricht Herbert Marcuse die neuen Technologien und er muss zwar zugeben, dass sie sehr wichtig in der Bewältigung von verschiedenen Krisen sind, aber dass man dafür auch einen Preis bezahlen muss und das ist eigentlich eine bestimmte Anfälligkeit für die Manipulation und den Konformismus. Im Unterschied zu anderen Vertretern der kritischen Theorie bietet er eine mögliche Lösung an, Verweigerung. Diese Lösung bzw. diese Verhaltensweise haben auch viele Studenten der damaligen Zeit übernommen. Sie haben auch ein Ziel sich vorgenommen, das ist der lange Marsch durch die Institutionen. Diese Phrase wurde von den Chinesen inspiriert, von ihrem langen Marsch durch China in den 30er Jahren und bezieht sich auf eine geduldige und zähe Arbeit innerhalb des Systems, damit es zu den gesellschaftlichen Veränderungen kommt. Aber was man hier braucht, ist also Geduld. Dies ist eine Alternative zum starken, radikalen, aggressiven Terrorismus und zur passiven Anpassung. Aber eben das fehlte den jungen Menschen, die Geduld. Und sie wurden sehr schnell desillusioniert und sie haben eingesehen, dass die Institutionen weder durch personelle noch durch politisch-administrative Eingriffe angetastet wurden. Es kam zu einer starken Enttäuschung. Und obwohl sie am Anfang bezeugt haben, dass das Buch dumm machte und dass es zum Ende der Literatur gekommen ist, suchten sie einen Ausweg doch in der Literatur. So entstanden die widerspruchsvollen literarischen Zeugnisse, die stark individualistisch, selbstbezogen und zumeist autobiografisch sind. Trotz dem Programm der Bewegung, nachdem diese Werke sozialistisch, kollektivistisch und materialistisch sein sollten. So haben wir eine Reihe von jungen Menschen, die sich in der Zeit der Studentenbewegung gesellschaftlich und politisch engagiert haben, aber allmählich sich immer mehr sich selbst widmeten, beziehungsweise sie mussten sich mit den anderen, mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen und daher haben wir ihre Werke zwischen dem Engagement und der Subjektivität. Sie sind schon die Vorläufer oder auch die Vertreter der neuen Strömung, aber sie entstanden im Rahmen der Studentenbewegung, also dort sind ihre Wurzeln. Dabei werden wir Bernward Vespa, Karin Struck, Peter Schneider und Uwe Timm erwähnen. Beginnen wir mit Bernward Vespa. Er hatte einen Roman geschrieben, könnte man sagen, aber das ist eher ein Roman-Essay und er hatte daran sehr lange geschrieben, also jahrelang, aber das Werk ist ein Fragment geblieben und wurde posthum 1977 veröffentlicht, da Vespa 1971 gestorben ist. Dieses Werk bespricht eine Reise nach innen im Grunde, obwohl wir die Reise auf drei Ebenen haben, im dreifachen Sinne.
Zuerst haben wir eine körperliche, räumliche Reise, also Reise aus Dubrovnik nach Tübingen. Danach haben wir eine Reise in Gedanken, also in Erinnerungen in die Zeit der Kindheit. Denn Bernward Vespa war Sohn eines bekannten nationalsozialistischen Dichters und nun wollte er die Kindheit und das Leben in der Nazizeit und also die Kindheit und die Beziehung zu seinem Vater versprechen. Zuletzt haben wir einen LSD-Trip, also im Einklang mit der damaligen Zeit, mit der Hippie-Bewegung und mit verschiedenen Experimenten. Also dieser Reisetrip öffnet dem, also ich, also dem der Person im Roman, öffnet ihm eine Welt der Fantasie, der Halluzinationen und so weiter und so fort. Also so haben wir also die dreifache Reise und eine Reise immer mehr. Also ins Innere. Danach haben wir die weibliche Vertreterin, also Karen Struck, die mit ihrem Roman Klassenliebe schon zu den Vertreterinnen der Frauenemanzipation und der Frauenliteratur gehört. Ihr Roman gehört auch zu den wichtigsten Werken der neuen Subjektivität, eben wegen der Thematisierung der Frauenproblematik und der weiblichen Autonomie. Dies war damals noch nicht entwickelt, aber dieses Werk gehört zu den Vorläufern bzw. zu den Vorbereitern dieser neuen Tendenz in der deutschen Literatur. Also sie beschreibt hier ihren Weg zur Selbstverwirklichung in einer weiblichen Autonomie und zwar auch im Rahmen ihrer berichtartigen Tagebuchsaufzeichnungen in einem Sommer. Und da öffnet sie sich gegenüber dem Publikum. Sie schreibt über ihre Privatsphäre und das hat eben die Frauen so stark begeistert, dass jemand so offen über das Private und das Intime erzählt. Hier haben wir die Einblicke in ihre Herkunft, dann ihre Arbeit in einer Fabrik. Also sie war im Grunde eine Arbeiterin und trotzdem hatte sie eine Liebesbeziehung mit einem Intellektuellen. Natürlich daraus sind zahlreiche Konflikte entstanden und wir sehen auch, wie diese Beziehung also sich entwickelt hat. Wir haben auch ihren eigenen Weg zur Emanzipation im Rahmen der Liebe und im Rahmen ihrer persönlichen Wünsche und Erlebnisse. Danach haben wir Peter Schneider und eine selbstkritische Erzählung mit dem Titel Lent. Wenn Sie sich daran erinnern, also dieser Name stammt aus der deutschen Literaturgeschichte. Also Lent hatte im Rahmen des Sturm und Drang geschrieben, später hatte er eigentlich Inspiration für Büchner ausgeübt. Dann haben wir auch Bertolt Brecht, der von Lenz inspiriert wird, und auch Peter Schneider. Also Lenz war für Dichter verschiedener Epochen, verschiedener Strömungen interessant und er würde eigentlich zum Sinnbild eines Intellektuellen, der in irgendeiner Weise sich nicht gut fühlt bzw. sich nicht anpasst. So haben wir hier die Entwicklung und die Verunsicherung eines jungen Intellektuellen. Wir haben seine tägliche politische Arbeit, aber auch die Probleme, die er in seiner Liebesbeziehung zu einem Mädchen aus dem Proletariat hat. Also wieder mal das Thema des Intellektuellen und der kritischen Darstellung dieser Schicht. Danach haben wir Uwe Timm, einen berühmten deutschen Nachkriegsautor, den wir heute mit seinem Roman Heißer Sommer erwähnen. Hier haben wir das studentische Milieu. Die Hauptfigur ist ein Student und auch die anderen um ihn sind Studenten, sodass wir eine unmittelbare Darstellung der Studentenbewegung haben. Aber was wichtig ist, da ist die Darstellung des Ganzen bzw. der ganzen Handlung, des ganzen Vorgangs, nicht als einer politischen Aktion, sondern als eine Aktion, die im Grunde privat, also ausgelöst wird, privat motiviert ist.
So, er wird in der Liebe enttäuscht, trinkt zu viel und in einem Moment der Inspiration beginnt er sich auch politisch zu engagieren. Also dahinter steckt keine Ideologie, keine feste Überzeugung, sondern einfach die private Frustration. Und da er weiterhin nicht zufrieden ist, werden seine Aktionen immer radikaler. Im Grunde löst er die eigenen Probleme nicht, sondern sucht den Ausweg in der politischen Aktion. Also in allen diesen vier Werken haben wir das Private und das Gesellschaftliche. In allen diesen Werken sind wir also einerseits mit der Studentenbewegung verbunden, aber andererseits sieht man eigentlich den neuen Weg in eine neue Strömung, also neue Subjektivität. Also diese vier Werke gelten als die Vorläufer und die Vorbereitung für die extreme Beschäftigung mit sich selbst außerhalb der gesellschaftlichen Probleme. Dabei haben wir natürlich immer Ausnahmen, aber das ist eine neue Tendenz, also die nicht auf einmal vorgekommen ist, sondern die sich allmählich entwickelt hat. So, die neue Subjektivität entstand als eine neue Strömung und sie hatte mehrere Bezeichnungen. Manche von ihnen sind geblieben, manche nicht und manche sind neutral, manche nicht. Also die häufigste Bezeichnung ist neue Subjektivität geblieben. Neue Innerlichkeit ist ein Synonym wie die neue Sensibilität. Neuer Subjektivismus aber ist eine abwertende Bezeichnung und zwar von den marxistischen Kritikern, die sich gegenüber dieser Strömung nicht so positiv geäußert haben. Also sie waren für das Engagement und nicht für den Subjektivismus. Sie waren für das Kollektive und nicht für das Private und das Individuelle. Also diese Strömung ist eine westdeutsche und österreichische Erscheinung. Im Grunde haben wir sie nicht in der östlichen Literatur, denn also in ostdeutscher Literatur, denn diese Strömung ist den sozialistischen, kommunistischen Gedanken entgegengesetzt. Also hier geht es um das Individuelle und um das Private. Nicht um das Kollektiv, nicht um die Gesellschaft, sondern also um das Innere, um die innere Welt der Menschen. Also sie war interessant für die Autoren der 70er und 80er Jahre. Danach entwickelte sich natürlich eine neue Strömung. Und dabei sind bestimmte Inhalte und Schreibweisen kennzeichnend für diese Strömung. Erstens haben wir die Distanzierung zur engagierten Literatur. Obwohl wir Ausnahmen haben, wie es Günter Grass war, die Mehrheit der Vertreter der neuen Subjektivität wollte nichts mehr mit der Politik und mit dem gesellschaftlichen Engagement zu tun haben. Sie wollten sich eher auf die persönlichen und alltäglichen Erlebnisse fokussieren und sie wollten auch ihre subjektive Befindlichkeit schildern. Eine Neuerung im Rahmen dieser Strömung ist die Erscheinung der Frauenliteratur als Ergebnis der damaligen Frauenemanzipation und der Frauenbewegung. Nun bekommen auch die Frauen die Gelegenheit, ihre inneren Gefühle, also Gedanken und ihre innere Welt zu beschreiben. Wie man es macht, also was den Stil und die Sprache betrifft, wir haben eine unartifizielle, also eine natürliche Darstellung, einen natürlichen Ausdruck und die vereinfachte Form. Keine Verschönerung, keine komplexe Sätze, Ausdrücke und so weiter, sondern also man hat die Tendenz zum Einfachwerden wieder. Was die Gattungen betrifft, die neue Subjektivität ist vor allem in der Lyrik und in der Prosa-Epik zu finden. Das Drama findet keinen Raum hier. Also das Drama ist für die Konflikte und für die Darstellung der gesellschaftlichen Probleme gut geeignet, aber nicht für die Darstellung des Inneren bzw. also des Subjektiven. Deshalb haben wir also die neue Subjektivität in der Lyrik, da man in den Gedichten leicht die konkreten alltäglichen Erlebnisse und Erfahrungen schildern kann. Eins der wichtigsten Vertreter aus dem Bereich war Rolf Dieter Brinkmann,
Bei ihm haben wir also die alltäglichen Ideen und den starken Einfluss der amerikanischen Pop- und Underground-Literatur. Ein Beispiel ist sein Gedicht unter dem Titel Einen jener klassischen schwarzen Tangos in Köln. Ende des Monats August, da der Sommer schon ganz verstaubt ist. Kurz nach Ladenschluss aus der offenen Tür einer dunklen Wirtschaft, die einem Griechen gehört. Hören ist beinahe ein Wunder. Für einen Moment eine Überraschung. Für einen Moment aufatmen. Für einen Moment eine Pause in dieser Straße, die niemand liebt und atemlos macht beim Hindurchgehen. Ich schrieb das schnell auf, bevor der Moment in der verfluchten, dunstigen Abgestorbenheit Kölns wieder erlosch. Also hier haben wir eine Momentaufnahme, also ein Augenblick aus dem Alltag auf der Straße wird irgendwie festgehalten durch das Aufschreiben dieses Gedichts. Wir haben also mehrere Wiederholungen, wir haben also die Elemente einer Straße, also einer normalen Umgebung in einer Stadt. Wir haben also die freie Rede, also keine komplexe Sprache, also keine komplexen Sätze oder keinen komplexen Stil. Wir haben Engagement, also ich am Ende der Strophe und des Verses. Also wir haben auch eine nicht so positive Atmosphäre. Wir haben dunkle Wirtschaft, dunstige Abgestorbenheit. Wir haben Köln, also wir haben den Ort, wir haben die Zeit, also August. Erinnert zum Teil also an jenen Dichter, der auch über die Einsamkeit in August geschrieben hatte. Wir haben auch den Griechen, also die Anwesenheit der Ausländer, der Gastarbeiter. Das ist auch zum Alltag in Deutschland damals geworden. Dann, wir haben also das Moment des Wunders, der Überraschung, der Pause. Und das ist etwas, was ihn dazu gebracht hat, diesen Augenblick irgendwie also, festzuhalten, bevor es vorbeigeht. Was die Prosa betrifft, sie ist für uns viel interessanter. Dort haben wir viel mehr Autoren und viel mehr Bestseller, könnte man auch sagen. Die beliebten epischen Formen sind im Einklang mit dem Programm der Strömung selbst. Also man widmet sich dem Privaten, dem Inneren. Und da sind jene Gattungen wieder populär, die wir auch schon früher hatten, in jenen Epochen und Strömungen, wo man sich dem Inneren widmete, schon seit dem Sentimentalismus und Pietismus im 18. Jahrhundert und dann auch später. Also die Memoiren, das Tagebuch und die Autobiografie erlauben es dem Dichter, sich über die die eigenen Gefühle und Gedanken auszudrücken, und zwar auch manchmal ins Detail. Der erste Vertreter, der auch als der eigentliche Begründer der neuen Subjektivität gilt, ist der Ihnen schon bekannte Max Frisch. Er hat jahrelang Tagebücher geschrieben und im Jahr 1972 hat er Tagebuch 1966, 1971 veröffentlicht. Mit dem Tagebuch beginnt, man sagt, die Strömung neuer Subjektivität. Er hat sich später weiterhin mit den Themen des privaten Bereichs beschäftigt. So haben wir eine Erzählung von ihm, Montauk aus dem Jahre 1975. Benannt nach einem Ort in Amerika, also an der amerikanischen Westküste. Hier haben wir einen alternden Schriftsteller und seine Liebe zu einer jungen Amerikanerin. Dies ist ein Anlass für diesen Schriftsteller, eine kritische Balance seines Lebens und Schaffens zu ziehen. Er denkt daran eigentlich, wie er alt geworden ist, er erinnert sich an seine Vergangenheit und das stört die aktuellen Gemeinsamkeiten. Nun, bevor wir zu den wichtigsten Vertretern der neuen Subjektivität kommen, wir können eine kurze Pause machen und eine Übung im Moodle, also ein Millionär-Quiz. Haben Sie Spaß dabei?
Bekannte Autoren, die in Stile der neuen Strömung, der neuen Subjektivität geschrieben haben, sind Günter Grass und Martin Walser. Wir kennen die beiden als die Vertreter der gesellschaftskritischen Prosa. Und wir haben noch zwei Österreicher, Elias Canetti, der Nobelpreisträger, und Thomas Bernhard, einen der bekanntesten österreichischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Beginnen wir also mit Günter Grass. Günter Grass war gesellschaftlich und politisch engagiert. Das wissen wir schon von früher. Und wir wissen auch, dass er sich für die SPD engagiert hatte. Nun haben wir weiterhin seine Erfahrungen und seine Erlebnisse aus dem Bürgerleben, aber er bezieht auch seine Privatsphäre ein. So haben wir aus dem Tagebuch einer Schnecke einen autobiografischen Bericht zum Wahlkampf. Er kommt zurück nach Hause und erzählt seinen Kindern, was er miterlebt hatte. Also da haben wir die Privatsphäre, die Familie. Dazu haben wir auch die Elemente aus der Danziger Judenverfolgung, beziehungsweise seine Erinnerungen an die Danziger Zeit, wieder mal das Private. Das Politische aber ist der Kontext, also alles spielt sich im Kontext der Wahlen ab. Dazu haben wir auch den Titel, der ein Symbol beinhaltet, eine Schnecke. Also diese Form Tagebuch ist typisch für die neue Subjektivität, aber die Schnecke ist ein Symbol für den Fortschritt, der nur langsam geht und man braucht dafür nur viel Geduld und Ausdauer. Im Jahre 1977 hat Günter Grass den Roman Debüt veröffentlicht. Viele haben die Erscheinung dieses Romans begeistert begrüßt, und zwar als ein Comeback des Märchenerzählers von Günter Grass. Also von seinen vorigen Romanen waren sie nicht besonders beeindruckt und sie wünschten den Bergstrommel-Autor zurück. Nun hat Bertolt Brecht mit diesem Roman eine Art der positiven Rezeption, die diesen Roman zu seinen besten also gemacht hat. Debüt ist ein Roman, der auf einem Handlungsrahmen aus dem Märchen von Brüdern Grimm beruht, und zwar vom Märchen vom Fischer und Sünnerfrau. Hier haben wir einen Fischer und seine unersättliche Frau, die nicht nur reich sein wird, sondern zur Päpstin und auch endlich zu Gott werden möchte. Danach haben sie alles verloren. In diesem Roman aber wird die Situation umgedreht. Im Mittelpunkt ist Edek, der Prototyp des Männlichen, der seiner schwangeren Frau Ilsebil alle seine Liebschaften seit der Steinzeit erzählt. Also hier haben wir eine Beziehung einerseits, andererseits haben wir die Steinzeit. Also wir haben eine Menschheitsgeschichte, also seit der Steinzeit. In diesem Roman haben wir autobiografische Elemente, einerseits seine Beziehungsprobleme, denn nach der Scheidung von seiner ersten Frau hatte er eine außereheliche Beziehung und zu der Zeit war diese Partnerin von ihm schwanger. Im Laufe der Schwangerschaft hat sich herausgestellt, dass sie sich nicht so gut verstehen und diese Beziehung hat nicht so lange gedauert. Also die Elemente, also die Probleme aus dieser Beziehung würden dann in einer bestimmten Weise in dem Roman dargestellt und reflektiert. Andererseits haben wir seine Reise nach Danzig, die wieder nach der langen Zeit erlaubt wurden. Und zuletzt haben wir die politischen, die gesellschaftlichen Ereignisse jener Zeit, vor allem haben wir die Frauenbewegung. Günter Grass wollte in diesem Roman die Kulturgeschichte der Frau darstellen, und zwar mit einer positiven Intention. Also er wollte die Frauenbewegung unterstützen. Aber die Vertreterinnen der Frauenemanzipation haben es nicht so gut verstanden, sondern sie haben ihn später wegen dieses Romans stark kritisiert. Außerdem hat er in diesem Roman die Menschheitsgeschichte als Küchengeschichte dargestellt. Also Günter Grass war ein passionierter Koch und diesem Hobby widmet er viel Raum in diesem Roman. Der nächste Vertreter der neuen Subjektivität, der nun die Themen der Politik und der Gesellschaft nicht so stark einbezieht, ist Martin Walser. Er hat eine Novelle Ein fliehendes Pferd geschrieben, und zwar zur Zeit, als er selbst eine Krise erlebte. Also er war 50 Jahre alt
Und er wollte sich mit diesem Prozess des Alterns irgendwie literarisch auseinandersetzen. Diese Geschichte ist eine Feriengeschichte, in der sich an einem See zwei Jugendfreunde treffen und einer von ihnen, ein Studienrat, Helmut Hahn, erzählt die ganze Geschichte aus seiner Perspektive. Also wir haben eine begrenzte Erzählperspektive und wir bekommen keine Einblicke in die Gedanken und die Gefühle anderer Personen. Also Helmut Hahn ist ein introvertierter Typ, der viel Zeit zu Hause verbringt, sehr viel liest und eigentlich eher flieht ins Private. Andererseits, sein Jugendfreund will jünger aussehen. Er ist ein extrovertierter Typ. Er macht Sport und heiratet eine jüngere Frau, schreibt Bücher und will im Grunde so jugendlich als möglich aussehen und sich verhalten. Also die beiden reagieren unterschiedlich auf die gleiche Krise. In diesem Werk haben wir mehrere Symbole, wie zum Beispiel das Pferd, also das Symbol der Kraft, die beiden irgendwie allmählich verlässt. Dann haben wir natürlich das Motiv der Flucht aus der Wirklichkeit, also das Pferd flieht im doppelten Sinn, also ihre Kraft verliert sie, aber sie selbst fliehen davor, also vor der Tatsache, dass sie nicht jünger werden. Wir haben auch das Wasser, den Klaus Buch also segelt in einem Boot und verliert fast sein Leben während eines Sturms. Also wir haben das Motiv des Wassers, der Gefühle und des Sturms im Leben. Also all dies, also die Natur und der Mensch stehen im Einklang in diesem Werk. Später hat Martin Walser in den 80er Jahren einen Roman geschrieben, der als eine Art der Fortsetzung dieser Novelle angesehen werden könnte. Hier haben wir wieder mal den Studienrat Hahn und er ist nun in Kalifornien, also in Amerika, in einer anderen Welt, fühlt sich am Anfang ganz nicht wohl da. Aber die Liebe zu einer Studentin erinnert ihn daran, wie alt er eigentlich ist. Wieder mal haben wir das Motiv des Wassers und der Brandung, also der Gefühle und der inneren Welt, die so typisch und für diese Strömung sind. Dann haben wir den Österreicher Elias Canetti, der Nobelpreisträger, der einen Roman verschiedener Schriften und Dramen geschrieben hat. Wir erwähnen hier nur seine autobiografischen Werke im Rahmen der Neuen Subjektivität. Und hier haben wir sein Erlebnis der Wiener Bürgerwelt als Geschichte seiner Jugend. Er zeigt sein eigenes Werden in dieser Trilogie. Und die Titel dieser Werke beziehen sich auf Sprechen, Hören und Sehen und wie er alles drei lernt. Also im ersten Teil haben wir, wie er sprechen lernt, im zweiten, wie er hören lernt und im dritten, wie er also sehen lernt. Im ersten Teil also haben wir den Titel Die gerettete Zunge. Dies ist der Bezug auf eine Anekdote aus seiner Kindheit. Jemand hat ihn gedroht, seine Zunge abzuschneiden und er hatte Angst davor und bemühte sich, seine Zunge zu retten. Wir haben also Zunge buchstäblich, also als ein Mittel zum Reden, aber wir haben auch Zunge im übertragenen Sinne als die Sprache. Also er wurde in Rutschuk an der Donau geboren, und zwar in einer jüdischen Familie. Er hatte zuerst also etwas von der jüdischen Sprache mitbekommen, danach auch etwas vom Bulgarischen. Dann lebten sie in Manchester, also er lernte ein bisschen Englisch. Er hatte eine Gouvernante, die ihn im Französischen unterrichtet hat, so dass er in Wien seine fünfte Sprache also gelernt hat als Kind und das war die deutsche Sprache. Diese Sprache wurde auch zur Sprache seiner literarischen Werke. Er hat gemeint, also er hat gesagt, Deutsche hatte er als seine fünfte und eine spät und unter wahrhaftigen Schmerzen eingepflanzte Muttersprache mitbekommen.
Also in der Zeit der Jugend, als er die Sprachen gelernt hatte, zeigte sich bei ihm sein starker Wissensdurst. Also er hat sehr viel gelesen, verschiedene Bücher betrachtet und so also hat seine Bildung und sein Bildungsprozess angefangen. Im zweiten Teil haben wir Horn, die Fackel im Ohr, doppelt gemeint. Einerseits haben wir die Fackel, eine Zeitschrift, die Karl Kraus, der bekannte Autor aus Österreich, also herausgegeben hatte. Also Elias Canetti hat zuerst in Frankfurt und danach in Wien gelebt, dort studierte Chemie und wurde mit Karl Kraus befreundet. Andererseits ist die Fackel eine Assoziation, die sich mit dem Brand des Wiener Justizpalastes in Verbindung setzen könnte. Also wir haben die Fackel, also den Brand, das Feuer, also im doppelten Sinne da. Wir haben auch seine 2 Sommer in Berlin in den 20er Jahren. Und in diesen Jahren konnte er die Gesellschaft und die Veränderungen der Gesellschaft genau beobachten und diese Gesellschaft als eine Menge, also eine Masse von Irren darstellen. Also er zeigt uns hier eine Comédie humaine, also eine Komödie der Menschheit, die sich meistens aus den Irren, aus den Geisteskranken besteht. Also eine kritische Darstellung der damaligen Gesellschaft. Nun haben wir den dritten Teil, das Augenapfel, bezieht sich also auf das Sehen. Hier haben wir die Beobachtungen aus seiner Zeit. Also er schildert uns hier berühmte Zeitgenossen, also Machthaber, Freunde, Schriftsteller, wie es Broch und Musil waren, also 2 österreichische Romanciers der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also er hatte nun also diese Beobachtungen festgehalten und deshalb hat dieser dritte Teil einen Memoirencharakter. Es geht nicht nur um seine persönlichen Erlebnisse, sondern auch um seine eigene Zeit und die Gesellschaft. Also das ist ein Dokument, könnten wir sagen, seiner Zeit. Der nächste und der letzte Vertreter der neuen Subjektivität, den wir heute vorstellen werden, ist Thomas Bernhard, einer der wichtigsten Autoren der österreichischen Nachkriegszeitliteratur. Der Thomas Bernhard hatte ein schwieriges Leben. Als ein außereheliches Kind hat er seinen Vater nie kennengelernt. Seine Mutter hat ihn sehr früh ihren Eltern überlassen, so dass Thomas Bernhard von seinen Großeltern erzogen wurde. Die wichtigste Bezugsperson für ihn war jahrelang sein Großvater, sein Vorbild, der große Lehrer und sein Freund. Thomas Bernhard wurde als Teenager schon sehr krank und man hat geglaubt, dass er bald sterben wird. Trotzdem hatte er noch jahrelang, also jahrzehntelang gelebt. Zur gleichen Zeit, als er krank geworden ist, ist sein Großvater gestorben und bald danach seine Mutter an Krebs. Also in der Phase seines Lebens hatte er eine große Krise und es war für ihn ein richtiger Kampf, weiter zu leben und sich dazu zu motivieren. Es wundert daher nicht, dass die Hauptthemen in seinem Schaffen Krankheit und Tod waren, der Wahnsinn und Selbstmordgedanken. Er war selbst von ihnen das ganze Leben lang geplagt, aber hat es nie begangen, also auch nicht versucht. Sein Schaffen ist poetisch radikal. Wir haben ständige Suchbewegungen bei ihm, aber immer im Kreis. Also es gibt keinen richtigen Fortschritt. Und deshalb haben wir diese Selbstumkreisungen, also Selbstzentriertheit auch und Wiederholungen, Wiederholungen, immer wieder. Also Thomas Bernhard hat gemeint, dass die deutsche Sprache nun schön ist und deshalb versuchte er, die Musik in sie einzubringen, beziehungsweise er versuchte, die musikalischen Elemente in der Sprache zu betonen. Daher haben wir einen ständigen Rhythmus in seinem Schaffen und das ist irgendwie das Kennzeichen seiner Werke, sei es Dramen, sei es Romane oder
seien es autobiografische Schriften. Also im Beispiel seines Stils haben sie im YouTube dieses Video mit dem Titel Gehen. Das Link haben sie da auf Moodle. Da können sie sich anschauen. Es ist nicht so lange, aber veranschaulicht einfach den Stil und die Denkweise, die Schreibweise von Thomas Bernhard. Also manche Leute werden von seinem Stil, von seinem musikalischen, rhythmischen Schreiben sehr begeistert, sind da also beeindruckt. Die anderen aber werden davon irritiert. Also man muss entweder oder bei Thomas Bernhard entweder ihn lieben oder ihn gar nicht mögen. So schauen Sie mal selbst und entscheiden es persönlich, ob Sie ihn mögen oder doch nicht. Er hat also Dramenromane geschrieben, aber im Rahmen der neuen Subjektivität besprechen wir nur seine autobiografischen Texte. Also da haben wir fünf Teile von seiner Kindheit von 8 Jahren bis zu also 18 Jahren, also bis zur Zeit, als er sich mit der Krankheit gekämpft hat und also als er von verschiedenen Verlusten getroffen wurde. Also was interessant bei Bernhard ist, besonders in diesen autobiografischen Schriften, ist die Tatsache, dass er all das ganz kühl und distanziert bestreitet. Es gibt keine pathetischen Reden oder Gefühlsausbrüche und so weiter und so fort. Also er schreibt berichtartig und das wirkt wirklich beeindruckend. Also er selbst und wir mit ihm all das, was damals passierte, beobachten. Der erste Teil ist die Ursache, eine Andeutung. Hier haben wir seine Schulzeit im Salzburger Internat. Hier zeigt er seine Abwehrhaltung gegenüber der Schule. Also er war von der Schule eigentlich nicht begeistert. Das war zu der Zeit, als wir die Nazi-Erziehung hatten. Und gegen diese Zwänge war er eigentlich ganz also entrüstet und er hatte damals an Selbstmord gedacht. Als er zum Krieg gekommen ist, hat er eingesehen, dass das Leben doch wertvoll ist und er hat sich entschieden, weiter zu leben. Er hatte die Schule verlassen und hatte eine Lehrstelle bei einem Lebensmittelkaufmann gefunden. Und darüber wird im zweiten Teil geschrieben, also der Keller einer Entziehung. Er verweigert sich dem bürgerlichen Bildungsgang. Er will nicht also so unterrichtet werden, wie es der Staat, wie die Regierung von ihm erwartet, sondern er fühlt sich nun geborgen im Keller des Geschäfts und beginnt seine Stunden in der Musik zu nehmen, also Singstunden bei einer Sängerin, die damals also bekannt war. Alles musste dann das Ende nehmen, als er erkrankte. Darüber schreibt er im dritten Teil, der Atem, eine Entscheidung. Hier haben wir die Beschreibungen seiner Gedanken, seiner Gefühle im Sterbezimmer. Da wird auch beschrieben, wie er vom Tode seines Großvaters getroffen wurde und seine Einsicht, der Kranke ist der Hellsichtige. Keinem anderen ist das Weltbild klarer. Irgendwie, wenn man krank wird, dann hat man keine Illusionen mehr. Man sieht, wie das Leben gebrechlich ist und wie man selbst gebrechlich ist. Man sieht auch die dunkle und die hässliche Seite des Menschen und man sieht die Menschen, wie sie sind, sich selbst und auch die anderen. Das war seine Erfahrung. Und als er damals schon jung war, war das sehr wichtig für seinen Werdegang. Also das war etwas, was er vielleicht zu früh eingesehen hatte. Die Kälte, eine Isolation. Hier haben wir das Motto von Novalis. Jede Krankheit kann man Seelenkrankheit nennen. Also hier haben wir den Bezug zwischen dem Körper und der Seele. Also er meint, dass jeder von der Seele her krank wird. Und die Folge davon, dieser Gedenkweise, ist auch, dass die Seele bzw. auch der Geist die Krankheit besiegen kann. Und da haben wir auch seine Entscheidung, doch zu leben und seine Entscheidung, die Krankheit zu besiegen.
Und ihm ist das gelungen. Also er hatte jahrzehntelang noch gelebt, obwohl man ihn eigentlich in ein Sterbezimmer geschickt hatte. Also man hat ihn aufgegeben. Also hier in dem Teil haben wir die Beschreibung des Todes seiner Mutter und seine Diagnose der offenen Tuberkulose und diesen Abwehrwillen als seine Reaktion. Er wollte doch weiter leben und hat es, wie wir es schon gesagt haben, geschafft. Erst der fünfte Teil beschäftigt sich mit seinen frühesten Jahren. Vielleicht braucht er doch ein bisschen mehr Distanz. Und nun konnte er darüber schreiben, wie er als kleines Kind gelebt hat. Und da sehen wir, wie seine Mutter ihm gegenüber grausam war, ihn ein scheußliches Teufelskind nannte. Wir sehen, wie er sich einsam fühlte. Und dadurch, also haben wir diese Abrundung seiner Entwicklungsgeschichte, also wie sich dieser junge Mann entwickelt hatte, seine Verletzungen und seine Identitätskrise, die dazu geführt hatte, dass er so ein, würde man sagen, realistischer oder pessimistischer Autor geworden ist. Also all seine späteren Werke und auch früheren Werke sind im gleichen Geist geschrieben, also in der gleichen Atmosphäre. Das ist eine realistische Darstellung des Menschen und des Lebens von einem, der es wirklich eingesehen hatte. Also er war da. Und am Ende dieser Vorlesung haben sie Übungen, und zwar zwei von ihnen, und zuletzt das Quiz zum Thema neue Subjektivität. Damit machen wir Schluss und wir sehen uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen und schönen Tag noch. Danke.